möchte denn Eis haben? Wie geht nochmal? Dann dich als Schokolade. Ich war mega schockiert. Ja, auch gut. Wie peinlich. No go. Heftig. Nicht ihr Ernst. Oh Gott, ich fühle mich unwohl. Die Menschen hier. Verstehe ich. Man merkt schon, das sind halt Konkurrenten. Halt doch einfach deine dumme. Und? Hast du eigentlich Spaß? Nee. Willkommen, Freunde der seriösen Partnervermittlung. Tut mir ein bisschen leid, das ist leider nicht Too Hot to Handle. Da müsst ihr hier reinklicken. Willkommen beim Bachelor. Ich bin wirklich der Bachelor. Egal. 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 Die erste Datewoche steht bevor. Ich bin mega aufgeregt. Lebe jetzt gerade in Dubai, weiß aber auch, dass es nicht die Endstation ist. Genau. Sollte Deutschland nämlich irgendwann von dubiosen Influencern, die nach Dubai geflüchtet sind, Steuern eintreiben, dann ist er natürlich weg. Oh, wir sehen's. Dem David fällt es sichtlich schwer, in dieser Kulisse hier nicht Werbung für Proteinshakes wie sonst immer zu machen. Und das sind sie. Lisa, Lisa, Lisa und Lisa. Oh mein Gott, die Villa ist wunderschön. Ist das geil? Die Küche. Ja, da will ich nicht so viel sein. Aber hier sind echt keine Fliegengitter, ne? Ich hab ein bisschen Schiss. Ungewohnt mit so vielen Leuten auf einmal in einem Bett, die man vielleicht auch nicht unbedingt gewählt hätte. Ja, ich bin gespannt. Gott, ich möchte hier nie wieder weg. Das ist krass und eigentlich kaum ein Unterschied zum Barbie-Traumhaus. Gut, nur dass Ken im Gegensatz zu den meisten der Bachelor-Spezies einen, ja, vergleichsweise intelligenten Eindruck gemacht hat. Fliegengitter? Ey, Leute, wir kennen RTL. War nicht die erste Frage im Bachelor-Fragebogen. Wie reagierst du, wenn sich ein fremder Stachel nähert? Die Mädels sind, glaube ich, sowieso immer hungrig. Wie geil. Oh, nee, doch nicht. Oder doch. Ich habe gedacht, die haben ein Loch drin. Leila schaut als erstes nach dem Loch in der Nudel. Dabei ist David noch gar nicht da. Billige Nummer. Ich habe nicht gefurt. Jetzt habe ich so die Nase gekriegt. Doof. Lass uns so bleiben, da kommt gleich noch mehr. Machst du Tagebuch? Ah, schön. Oder mein Freund hat mir das fertig gemacht. Ah. Und auch viele Do's und Don'ts. Du bist meine Freundin, beste Freundin und ich liebe dich, aber ich kenne dich. Und die tausend Dinge darfst du bitte nicht tun. Dann nenn mal eins davon. Wir trinken nicht zu viel Alkohol und mit dem Kameramann. Also ich könnte mir zumindest mal vorstellen, dass sich der Bachelor seine Playboy-Häschen irgendwie anders vorgestellt hat. Es sind wirklich mehr Kandidatinnen am Start als sonst üblich. Warum wohl? Was lief in der Redaktion ab? So nach dem Motto, haben wir inzwischen einen dreistelligen IQ in der Villa oder brauchen wir noch 5, 6 Kandidatinnen? And I'm ein Instructor. Stripper? Stripper? Okay! Wir gehen ganz stark von Skydiving natürlich aus, weil es auf dem T-Shirt stand. Wow. Wow. Aber was passiert hier, wenn es mit Höhe ist, dann komme ich nicht. Das sieht aus wie Höhe, Leila. Das ist Höhe, ganz, ganz sicher. Leila braucht ein bisschen länger, um zu verstehen, dass es hoch in die Luft geht. Ihre Gedankengänge sind einfach noch träger als Silva Gonzalez auf dem Sofa. Alles klar, wir haben schon die Ersten, die missgünstig werden, weil sie nicht mit zum Date dürfen. Das absolut nicht gönnen ist beim Bachelor genauso essentiell wie ein floppender ESC-Beitrag aus Deutschland. Eigentlich, Freitag um 22:30 ist ja der Vorentscheid am Abend. Und ich finde die Künstler richtig gut. Was ist los? Ist ja auch in einer Beziehung vielleicht manchmal so, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen sich auf was einlässt. Es war schon ein sehr tolles Gefühl, ja, ihn sehen zu dürfen. Ich habe echt Angst. Ich habe zweimal gesagt, wenn ich irgendwo rausspringe, muss er mir wirklich gefallen. Ah. Ich habe richtig harte Höhenangst. Du musst keine Angst haben. Mit seinem Lächeln hat er mich auf jeden Fall schon sehr beruhigt, ja. Ken versucht, die Augen aufzulassen. Beste. Sehr, sehr besondere Erfahrung heute. And my titties are... Ich finde einfach, die beiden sind billig und haben keine Ansprüche. Also in a special situation. Bitte nicht verwechseln. Der Bachelor sieht bei seinem ersten Date Frauen aus einem Flugzeug springen. Verena Kehrt sieht bei ihren Dates Männer aus dem Fenster des Restaurants springen. David vergleicht also eine Beziehung mit einem Fallschirmsprung. Es geht dann also hoch hinaus, bleibt ein bisschen ruhig, dann folgt der Absturz mit eventuell sogar Todesangst. Ja. Bei einigen ist das wirklich eine ziemlich exakte Beziehungsbeschreibung. Das Ganze hat alle hier Überwindung gekostet. Das hier ist ja auch das erste einschneidende Erlebnis der Damen außerhalb der gängigen Hinterhof-OP-Säle Bratislavas. How do you feel? Bad! So viel Mühe und so viel Aufwand und trotzdem richtig schlechte Laune hinterher. Gigi kennt das ja vor allem von seinen One-Night-Stands. In der Ladies-Villa werden bereits die Favoritinnenrollen verteilt. Ich glaube, du gehst aufs Einzeldate morgen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er zuerst mit mir sprechen will und dann... Ich habe voll lange überlegt, wann das genau die da sprechen will, oder war das einfach nur so rechts und links von mir? Ich finde die alle so scheiße, ich kann nicht zuhören, ehrlich nicht. Oh Gott, ich fühle mich unwohl. Mit was denn? Die Menschen hier. Das verstehe ich. Wer hat denn als erstes mit ihm gesprochen? Ja, aber der hat einfach nur eine mitgenommen, die da stand. Ja. Digga, behalt doch einfach deine dumme Fresse weg. Man merkt schon, das sind halt Konkurrenten. Ja, sehen, auf welche Art von Frau
er dann am Ende steht. Schon nach kürzester Zeit wirklich alle Frauen richtig scheiße finden, das kennt man sonst eigentlich nur von den Profi-Fotografen von Germany's Next Topmodel. Direkt am ersten Tag ziehen Konfro-Wolken auf. Sie diskutieren also darüber, mit wem David als erstes sprechen wollte. Ernsthaft, mehr interpretiert wird wirklich nur in der Promi-Flash-Redaktion, wenn irgendeine Influencerin eine leichte Wölbung am Bauch hat. Wie ist es bei euch? Wie sieht eure Ernährung aus? Ich mag sehr gerne Fleisch. Ich finde auch Schweinebauch ganz geil. Okay. Also nein, sowas esse ich gar nicht. Richtige Überraschung. Oh, laufen jetzt so am Strand entlang. Nee, wir machen jetzt nur Knickknack. Sie findet Schweinebauch gut, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Bauer Patrick kommt jetzt hier aber nicht vorbei, oder? Aber ich gucke auch immer nach so immer Möglichkeiten so für Nervenkitzel und so. Die hat er als Dubai-Influencer natürlich immer, wenn er zum Thema Steuern befragt wird. Dich kennenzulernen, ich bin David, wie heißt du? Ich bin Tommy. Ja, sag jetzt. Tommy. Tommy, ist das eine Abkürzung? Ja, aber ich sagte den ganzen Namen nicht. Die ist schon ein bisschen strategisch vor. Also die sorgt schon dafür, dass es interessant bleibt, auch für mich. Achtung, es kommt. Jetzt kommt. Tamara. Wow. Ich hab gedacht, da kommt keine Ahnung was. Also es ist wirklich irre, was hier direkt für tiefgründige Geheimnisse ausgeplaudert werden. Was erfahren wir als nächstes? Dass der Bachelor die Rosen gar nicht selber kauft? Unser David fragt die Frau wirklich mehrfach nach ihrem Namen. Calvin macht das natürlich auch, weil er sich bei der Schlagzeit einfach an so eine Kleinigkeit nicht mehr erinnern kann. Hast du ein gutes Gefühl gehabt nach der ersten Nacht? Es war so perfekt irgendwie, was du gesagt hast. Macht schon Spaß, ihn anzuschauen. Such doch mal Ecken und Kanten. Ich habe ganz viele. Ich habe unheimlich viele. Naja, also wenn Tamara bei ihm wirklich Ecken und Kanten sucht, dann müsste sie vielleicht nur mal seine Ex-Freundin schreiben. Die hätte da leider so ein, zwei Sachen zu erzählen. Ihr kennt die Gerüchte. Ganz wichtig ist aber auch, es gibt keine Verurteilung. Also es steht wirklich Aussage gegen Aussage. Und wir wissen nicht, was passiert ist. Man macht sich schon Gedanken, warum er nicht mich zum Beispiel da gelassen behalten hat. Ever really some turtles? Komm nochmal. Ready? Turtles. Hast du schon mal gemacht? Schon mal gesehen? Nein, noch nie. Wir setzen sie jetzt quasi frei. Oh, voll. Das ist auch voll die Verantwortung. Cute, ne? Zeit nach Hause zu gehen. Krass, ne? Die kennen nur eine Richtung. Ach, wirklich ein richtig, richtig besonderer Moment. Wenn alle auf allen Vieren in eine Richtung krabbeln, dann fährt normalerweise die letzte S-Bahn von der Theresienwiese. Und sind wir mal ganz ehrlich, es ist wirklich ein bisschen süß. Hunderte ledrige Lebewesen machen sich hier auf den gemeinsamen Weg. Oder wie es auch heißt, Landgang bei der AIDA. Leila versteht nicht so ganz, warum sie gehen musste. Naja, also David hat sich wahrscheinlich gedacht, dass schon genügend Plastikmüll am Strand liegt und hat sich deswegen gegen Leila entschieden. Sehr umweltbewusst von ihm. Die ganze Zeit am Überlegen, ob ich gehen soll, weil ich mir ganz, ganz sicher bin, dass bei mir einfach auch keine Gefühle kommen werden. Scheiße, aber wenn es dir nicht gut geht, dann mach das so schnell, wie es geht. Ich will keine Drama-Queen sein. Nein, jetzt hast du eine Schnauze! Ich bin keine Drama-Queen. Ich bitte geh! Da hinten ist die Tür. Tschüss! Von Anfang an, während der Nacht der Rosen, ich wollte die Rose ablehnen. Das war echt? Ja. Die letzten Stunden, ja, waren nicht einfach. Was für ein herber Schlag. Also, wenn er erfährt, dass Danielle weg ist, ja, dann wird er sowas sagen wie: Wer? Dann mach es einfach so schnell, wie es geht. Wie offensichtlich dieses Mitleid hier einfach gespielt ist. Die machen sich doch hier wirklich genauso viele Sorgen um Danielle wie Prinz Markus von Anhalt um Minderheiten. Von Danielles Vorhaben ahnt der Bachelor noch nichts. Mein Spitzname ist Utze. Also Utze? Die ist auch ein Spitzname. Die. Die? Ja. Guck mal, Utzi und die, das ist doch auch... Ich lese auch tatsächlich relativ viel so Psychologie-Zeug. Persönlichkeitsentwicklung, ja, Mindset. So, so was. Guru sitzt vor dir. Also How to Handle Idiots finde ich richtig cool. Ja, kenne ich. Ich habe Jede ist beziehungsfähig gelesen. Ich glaube, ich habe das Hörbuch mal runtergeladen, aber ja, nie angehört. Aber liest du sowas auch gerne? Ja, mega. 12 von 10. How to Handle Idiots. Das muss von dem RTL-Mitarbeiter stammen, der das Sommerhaus-Casting verantwortet. Es ist ein bisschen komisch, Utze wurde ja eigentlich tatsächlich von RTL schon mal erfolgreich bei Take Me Out vermittelt. Aber dann ist er wahrscheinlich klar geworden, dass das noch nicht mal für prominent getrennt als nächsten Karriereschritt reicht. So, Sekunde. Also es gibt ja Hörbücher und dann gibt es noch das andere. Ich höre gerne Podcasts. Was ist das? Podcast? Bücher. Was ist das? Was ist das Schwarze? Das sind Buchstaben, aber denk einfach nicht zu viel drüber nach. Mir war richtig schlecht, als sie zurückgekommen ist. Ich bin schon sehr eifersüchtig. Ich weiß nicht, ob man es mir angesehen hat. Habt ihr geküsst? Nein. Wir haben uns nicht geküsst. Nee. Es war nach so einer kurzen Zeit irgendwie schon so ein Gefühlschaos. Heute herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Ja, das ist neu für die hier. Das kennen in der Regel eigentlich nur Love Island-Kandidaten aus ihrer Laufhaus-Vergangenheit. Was David angeht, hat Utze ein richtig gutes Bauchgefühl. Oder wie Nico sagen würde, das, was Gloria mir sagt.
Da war jemand. Wem gehört das? Hey, Ladies. Ich habe schon CH gesehen. Ein Tanz sagt mehr als 1000 Worte. Heute werden wir uns erst sehen, wenn die Musik spielt. Dann ist Chiara echt so eine der Favoriten. Ja, safe. Das ist ja mal ein tolles Geschenk. David schickt ein Kleid mit. Natürlich will er einfach nur sicher gehen, dass sie zum Date wirklich möglichst freizügig kommt. Und so unterschiedlich werden die Dinge in verschiedenen Ländern gehandhabt. In Mexiko freut man sich, wenn ein Typ irgendeine Kiste in den Eingang stellt und dann direkt wieder abhaut. Und in Deutschland ruft man in genau der Situation bei Hermes an und beschwert sich. Sie hat ein CH gesehen, also genauso wie Joey Heindle Tschüss schreiben würde. Das erste Einzeldate! Ach so, ne, das mit Utze von vorhin zählt natürlich nicht, dass beim Bachelor immer nur offiziell ein Date ist, wenn rumgeknutscht wird. Ich habe mir heute was ganz, ganz, ganz Besonderes ausgedacht. Flirty Dancing steht heute an. Wir lernen beide einen ganz, ganz neuen Tanz. Kindergarten-Scheiß hier. Und werden dann im zweiten Step aufeinandertreffen und... Das ist eine ganz, ganz andere Ebene, auf der man sich kennenlernt. Rücken an Rücken tanzen. Das kennen viele von sehr heißen Tagen im Freibad. Genau das wollte eigentlich RTL im vergangenen Jahr schon machen. Aber Dominik ist einfach immer nur in Richtung Bar getanzt. Kann jemand tracken? Nee. Haben wir keinen in der Staffel, der tracken kann? Tipps fürs Tanzen. Nicht so viel nachdenken. Oh mein Gott. Alle einmal durchgeschwitzt. In uns stecken so viele Assis, ne? Weißt du auch wie viel? 3 Stück. Haben wir hier überhaupt keinen, der twerken kann? Also für Calvin Klein wäre das ein Trennungsgrund. Egal, wie oft wir in dieser Staffel noch Oh mein Gott hören. In genau diesem Moment hören wir das in den Wohnzimmern der Eltern unserer Reality-Teilnehmerin hier öfters. Beim Einzeldate steigt die Spannung. Auf jemanden zuzugehen und den mit Berührung und Blicken kennenzulernen, das macht man ja niemals. Das haben wir beide gespürt. Wirklich ein Treffer, Volltreffer. Ich habe vorher gesagt, es wird schwierig für mich sein, mich führen zu lassen. Ja. Das war irre. Ah, das weiß ich auch nicht so genau. Der Tanz verursacht bei mir ehrlich gesagt eher so eine leichte Cringe-Gänsehaut, die ich sonst nur kenne, wenn Victoria Swarovski Let's Dance moderiert. Wirklich nur nonverbal miteinander kommunizieren. Also halt wirklich, ne, überhaupt gar nicht miteinander sprechen. Oder wie Ehepaare sagen, Samstagabend. Ich liebe das, verliebt zu sein. Ja. Ich liebe das. Und ich liebe... Geld auf dem Konto! Das auch geliebt zu werden. Wirklich auch oft wollte ich ja auch einfach nur zuhören und hatte wirklich so Aha-Momente. Ich habe auch für mich selber definiert, dass ich eine Partnerin haben möchte, von der ich lernen kann. Ich wünsche dir eine gute und gedankenvolle und hoffentlich schlaflose Nacht. Ob Chiara am Ende vielleicht doch bereuen wird, dass sie dem David eine schlaflose Nacht gewünscht hat. Also wenn sie erfährt, dass Danielle nicht nach Hause, sondern für das erste Übernachtungsdate rausgegangen ist. Ich liebe es, verliebt zu sein. Das hat, glaube ich, Mark Terenzi schon damals in der Grundschule in die Freundschaftsalben geschrieben. David hätte also gerne eine Partnerin, von der er auch was lernen kann. Finde ich eine gute Aussage. Und wenn er hier wirklich von allen Frauen was lernt, dann kennt er sich zum Ende der Staffel wirklich perfekt mit Extensions aus. Ja, und wenn Carina noch dabei wäre, dann auch mit Tonerde. Hattet ihr Spaß hier? War krass, da hingen überall Lichterkerzen. Es war ein Kerzenmeer. Kann ich die Europax währenddessen in meine Ohren stecken? Stellt man sich schon eine Frage, bin ich vielleicht nicht sein Typ? Er stand hinter mir. Krasses Kopfkino. Es war so intensiv. Von dem, was ich tue, ist es ja echt so ein bisschen wie heiraten. Das mit den Europax will ich Leila nicht empfehlen. Nicht, dass die noch in den Kopf reinfallen. So viel Gekreische, wenn eine Frau nach Hause kommt, das kennt man sonst eigentlich nur von Dani Büchner auf Mallorca. Chiara erzählt wirklich in vollen Zügen vom Date und genießt auch die Aufmerksamkeit. Nicht wissen, wann genug ist. Wie RTL-Zuschauer sagen dazu übrigens, noch eine Sendung mit Mario Barth. Hormone! Hormone! Aber beim ersten Übernachtungsdate hoffentlich ja unten mit. Hola, Senoritas. Ich hoffe, ihr habt Lust auf eine kleine Spritztour mit mir. Ja, wegen dieser Straße war ja gar nicht so gerade, weißt du? Mach du besser ein Date! Hey, ich bin geflogen. Freizeitpark-Feeling auf dem Date. Es war auf jeden Fall wie Europa-Park. Achterbahn. Dafür hat sich auch Menowin Fröhlich schon mehrfach bei seinem Anwalt bedankt. Er geht also mit auserwählten Damen auf Spritztour. Und nein, natürlich folgt jetzt hier kein zweideutiger Witz. Mm-mm. Also, ein halbnackter, muskulöser Mann bietet leicht bekleideten Damen eine Spritztour an. Michaela Schäfer sagte dazu früher immer, Drehtag. Kannst nachgoogeln, ist so. Gedrückte Stimmung in der Villa. Ich werde nicht gesehen. Ja, so, was ist das? Ja, das... Ja. Was ist das so mit dem Ego macht? Heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so stört. Ich werde hier nicht gesehen. Ich, wenn Kasse 3 aufmacht und wirklich alle an mir vorbeirennen. Jetzt nach einer Woche kann man auch mal das Shirt fallen lassen. Ja, sein Body ist ja mal nicht schlecht. Ich lobe ihn und du hattest gemeint,
Du machst auch Social Media. Da war ich bei The Mole, der Maulwurf. Kennst du? Ja. Ja, und ich war der Maulwurf. Kann jeder für sich entscheiden, ob er sagt, er möchte irgendwie beim TV-Format mitmachen, um eben auf Social Media Reichweite aufzubauen, aber eben nicht hier. Ich bin richtig schockiert. Wenn ich der Bachelor bin. Ich war der Maulwurf. Der Satz kommt auf Promi-Partys immer irgendwann von Martin Semmelrogge, wenn jemand fragt, wer die Gläser leer getrunken hat. Ey, come on. Der Pool ist einfach ein billiger Grund, um die anderen in Badeklamotten auszuchecken. Leute vom RTL. Wir wissen doch, dafür muss man keinen teuren Pool bauen. Da reicht ein Fernglas und gute Spannertipps von Jakob. Unser Dubai-Influencer wirft also Colleen vor, dass sie wirklich nur wegen des Fames mitmachen würde. Ja, kann man machen, aber das ist wie gegen den Wind spucken. Das kann nur ins Auge gehen. Wer möchte denn Eis haben? Dann dich als Schokolade. Oh Gott, das habe ich nicht gesagt. Hast du jetzt gesagt? Awkward. Aber Colleen, ja, ja, einen Spruch fand ich No-Go. Also hab mein Ego da in dem Moment wirklich zurückgesteckt. Ich muss sagen, seit unserem ersten Aufeinandertreffen war Saskia sehr direkt. Ich bin sehr ein sarkastischer und humorvoller Mensch und verpackt es auch natürlich so, um vielleicht irgendwie mich sicherer zu fühlen. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon so bei dir das Gefühl, dass du damit auch eine Unsicherheit überschreiben willst. Auch wenn sie das im Affekt gesagt hat und das nicht böse gemeint hat, es ist wirklich nur gut, dass David kein Neurologe ist. Der würde die Damen alle wegen schwacher Hirnströme direkt ins Krankenhaus schicken. Standen die Mädels quasi Schlange. Hast du Zeit? Ich habe keine Zeit, ich habe noch ein paar Termine. Nein, klar. Normalerweise bin ich echt cool, wirklich. Wie soll ich mit ihm auf einmal über Gott und die Welt reden, weißt du? Machst du eigentlich Sport? Ob ich Sport mache? Nee, gar nicht. Wir waren sogar verheiratet, wir sind es tatsächlich auch noch. Okay, weiß ich Bescheid. Jetzt werden wirklich die harten Fakten auf den Tisch gelegt. Achso, Entschuldigung, lieber David. Harte Fakten oder wie es eben für euch Influencer heißt, Screenshots aus den DMs. Der David, der hat sich vorgenommen, mal alle Damen natürlich abzuklappern und zieht sich dann relativ schnell wieder aus Gesprächen raus. Clever, übt er einfach direkt schon mal für die ganzen Junggesellenabschiede, für die er nach der Show ja zumindest mal noch einige Wochen lang gebucht wird. Noch wenige Stunden bis zur zweiten Nacht der Rosen. Ich konnte diese Woche ganz viele Frauen schon wesentlich besser kennenlernen. Es wird auch eine Überraschung geben für die Mädels. Ja, es ist sehr angespannt. Schön. Ja, ich nehme mir dann immer kurz gerne eine Sekunde, um euch alle mal kurz anzuschauen. Alter Sack. Die Mädels sahen heute wieder alle richtig, richtig, richtig gut aus. Deswegen ist so ein bisschen Druck da. Ach guck, macht sie jetzt doch offenbar auch bei Too Hot to Handle mit. Das ist so eine unfassbare Sendung. Verlinke ich euch hier direkt eine Infocard. Dürft ihr nicht verpassen. Das ist übrigens die einzige Abendveranstaltung, in der die Rosen auf Brusthöhe der Legitimationsgrund für die Kameraleute sind, schön den Ausschnitt der Damen abzufilmen. Du kannst ihn einfach in die Mitte stellen. Nee, du kannst ihn einfach wegziehen. Die Abend ist ja noch jung, ne? Nein, aber guck mal, da stehen echt viele. Da kannst du den jetzt auch nicht rausziehen. Also, weißt du, was ich meine? Du kannst alles. Voll mein Typ, also volle Kanne. Und danke. Das weißt du auch, dass du gut aussiehst. So, ich crash die jetzt. Die Mädels wollen auch ihre Zeit nutzen. Ist ja hier wie eine heiße Semmel auf dem Realmarkt. Alles klar. Der Bachelor hat einfach gerade mehr Durchlauf als Bea Fiedler zu ihren Glanzzeiten. Oh Gott, jetzt fällt ihm gerade auf, dass Danielle nicht mehr da ist. Er wollte nämlich gerade einen Rosé trinken. Alle geben alles und sie wollen die letzten Chancen nutzen, ihn von sich zu überzeugen. Das geht ja normalerweise wirklich super schnell. Dafür reicht in der Regel der OnlyFans-Account. Hä, was macht denn die Rose? Ich schwör's euch gerne, Rose. Nein, wie peinlich. Nicht sein Ernst. Ich sterbe, wenn er jetzt Rosen fährt. Doch. Ach, krass. Krass. Hey, krass ist das denn? Das ist heftig. Wer braucht eine neue? Yeah. Oh, mit jeder verdient es. Ich war mega schockiert. Alle, die nicht auf dem Date waren, bekommen jetzt hier eine Rose. Für wenig bis eigentlich überhaupt gar keine Leistung belohnt werden. Wie man einfach merkt, dass die Influencer-Welt diese Sendung wirklich komplett infiltriert hat. Du wolltest noch mal quatschen. Na? Lass uns gerne hier. Für mich ist es so eine Situation mit dem Schokoladeneis. Ich verstehe, du willst mich nicht beleidigen oder du meinst es nicht böse oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, da fehlt einfach so ein bisschen Aufklärung vielleicht. Ich habe einfach schon zu viel Erfahrung mit solchen Geschichten gehabt. Okay. Ich habe schon zu viel gelitten. Ich als weiße Person habe die Erfahrung nicht gemacht. Und das schätze ich auch wert, dass du das auch mir noch mal sagst. Dann danke ich mich natürlich auch an, auf jeden Fall. Ja. Und danke dafür. Eieiei, es kann doch nicht so schwer sein. Jeder Mensch, der irgendwie vielleicht mal in der Kindheit selber gehänselt wurde, wegen irgendwas, zu klein gewesen, schiefe Nase oder was auch immer los ist, das geht einem total nahe. Und wenn das nicht aufhört, das Reduzieren von Menschen auf die Hautfarbe ist einfach wirklich so, oh. Ich bin richtig froh, dass der Moment gerade noch gekommen ist. Nach der Geschichte vorhin dachte ich so, oh nee, das können Sie bitte nicht so stehen lassen. Sie hat das
reflektiert, was sie gesagt hat und bereut es auch. Und er sagt aber trotzdem mit Nachdruck, warum das nicht für ihn gut war. Und beide sind aber respektvoll dabei. Schön, dass du da jetzt nochmal auf mich zugekommen bist. Ja, und das war mir wichtig. Bei den ganzen Gesprächen ist das wirklich der anspruchsvollste Part einfach für mich. Weil er jetzt natürlich versuchen muss, sich an die Namen der Kandidatinnen zu erinnern. David hat seine Entscheidung getroffen. Mir geht's gar nicht gut gerade. Vielleicht denke ich auch zu viel nach. Nee. Zieh dich aus, aus deinen Glücken. Ich bin einfach verzweifelt. Jesus Christus, das will ich schon. Denkt schon drüber nach, ob man irgendwas hätte anders machen können. Naja, wie wäre es mit einer besseren Überraschung, als dass Tammy für Tamara steht? Leute, das ist wirklich so. Das hier, das ist der Grund dafür, warum meine Cousine im vergangenen Jahr kein Abiballkleid bei Primark bekommen hat. Und hier haben wir noch einen Unterschied zwischen David und seinen Vorgängern. Man muss ihm offensichtlich nicht erklären, was das sein soll, wenn man ihm sagt, er soll mal bitte nachdenklich gucken. Das läuft alles an einen so richtig schnell vorbei. Oh, das ist so schlimm. Meine Hose. Mein Gott, ich kotze gleich. Er wird mir eine Hose geben. Safe. Oh, Layla, Pam und Saskia hoffen. Und er entscheidet sich für Layla, weil sie heute Abend nicht auf ihn zugegangen ist und weil er es einfach viel schöner findet, wenn sie nicht redet. Wurde das so weitergegeben? Dann hat sie vielleicht doch gelogen. Ist nicht korrekt, die Aussage. Krieg ich wirklich Puls. Drama zieht ein. Lasst ein Abo mit Glocke da, dann verpasst ihr das nicht. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und natürlich, wenn ihr mein Video teilt. Die ganzen Folgen eine Woche vorab gibt es bei RTL Plus. Link ist natürlich in der Beschreibung. Komplett ernst gemeinte Frage. Ist es nicht irgendwie total strange, dass Saskia in ihrem Alter diese Schoko-Eis-Geschichte da so rausgerutscht ist? Interessiert mich total, was ihr denkt. Too hard to handle ist so unfassbar. Die pfeifen komplett auf die Verbote, also dürfen ja nicht küssen und so weiter und so fort. Und sie machen es einfach. Das ist wirklich Hardcore-Trash. Aber auch sehr gut. Und natürlich die Folge 1 vom Bachelor. Dann lernt ihr auch alle besser kennen. Also dann sehen wir uns gleich hier oder hier.